Humboldt was the most famous scientist in Europe. How he became so famous is very interesting because you, it's, you have to bear in mind that he also lost that fame. So he was someone who was in. Alexandre de Humboldt o Alexander von Humboldt? <laughs> nacido en 1769 como Napoleón. O, o... Hola amigos de DOD para América Latina y bienvenidos a este programa especial sobre Alexander von Humboldt. Podría sonar algo aburrido, pero tienen que saber que Humboldt sería algo como el primer mochilero que viajó a América Latina. 250 Jahre Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt in Kuba. Sie hören eine Einführung zu Alexander von Humboldts Essay Politique sur l'île de Cuba, politischer Essay über die Insel Kuba aus dem Jahre 1826. Konzept und Produktion Mark Pusch 2020 Alle guten Dinge sind drei. So sei auch die Insel Kuba dreimal entdeckt worden. So sagen die Kubaner. Am 28. Oktober des Jahres 1492 erblickte The Man Himself Christoph Kolumbus. Zum ersten Mal die Insel Kuba. Seine Augen haben Schöneres nie gesehen, behauptet er später in seinem Bordbuch der berühmt gewordenen ersten schriftlich dokumentierten Amerikareise. Zum dritten Mal wurde die Insel durch den Ethnologen Fernando Ortiz, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die historischen und kulturellen Wurzeln der Afrokubaner erforschte, entdeckt. Der zweite Entdecker Kubas zu sein, diese Ehre wird ohne Zweifel Alejandro de Humboldt, dem deutschen Naturforscher Alexander von Humboldt zugestanden. In der kolonialen Altstadt von Havanna gibt es einen Humboldt Park mit der Büste des Forschers, die sich gegenüber des Hauses des Grafen O'Reilly befindet, wo Humboldt am 4. Januar des Jahres 1801 die nahezu exakte Lage Havannas bestimmt hatte. Fünf Stunden, 38 Strich, 50 Doppelstrich Entfernung vom Pariser Nullmeridian. So entschied der große deutsche Naturforscher. Das entspricht 84 Grad, 43 Strich, 75 Doppelstrich. In diesem Haus hatte Humboldt auch seine gesammelten Aufzeichnungen, Herbarien, Gesteinsproben und Mineralien, Tierpräparate und indigene Kulturzeugnisse seiner vorausgegangenen Reise nach Venezuela untergebracht. Diese Reise stellt die 17 Monate dauernde erste Etappe seiner großen Südamerikareise, die insgesamt fünf Jahre dauern und ihn weltberühmt machen sollte, dar. Vom 16. Juli 1799 bis zum 16. November des Jahres 1800 hatte Humboldt Venezuela bereist, die Flüsse Apure, Orinoco, Rio Negro, Atabapo und Casiquiare befahren und ganz nebenbei bewiesen, dass mit dem Rio Casiquiare ein Verbindungsfluss zwischen den beiden großen südamerikanischen Stromsystemen des Orinoco und des Amazonas existierte im Haus an der Ecke der Calle Oficios und Moraya brachte er all seine Sammlungen unter, bevor er sich am 6. März 1801 mit seinem Reisegefährten Emile Bonplan, der in Havanna die botanischen Sammlungen in eine Ordnung zu bringen versucht hatte, zu Fuß von Havanna nach Guinis und Batabano auf dem Weg machte, wo sie einen kleinen Schoner bestiegen und die kubanische Südküste nach Trinidad entlang segelten. Hier wollten sie zur nächsten Etappe ihrer Reise nach Kolumbien aufbrechen. In der Cayo Ficius in Alta Havana befindet sich heute das Humboldt Museum der Stadt. Auch in Trinidad, einem kolonialen Kleinod an der Südküste Kubas, das heute noch so aussieht, als sei Humboldt gerade eben erst auf der Terrasse neben der Hauptkirche gesessen, um hier ebenso die exakte geografische Lage der Stadt zu bestimmen, erinnert eine Marmortafel an den kurzen Aufenthalt des großen Mannes am 15. März des Jahres 1801. Des Weiteren erhielt auch der berühmteste Nationalpark des Landes, ganz im Osten der Insel gelegen, im Jahre 1996 den Namen des großen Reisenden. Unter anderem vielleicht als Reminiszenz an die Forscher der Humboldt-Universität zu Berlin, die in den 70er Jahren gemeinsam mit Forschern der Uni Jena eine Bestandsaufnahme der Flora und Fauna dieses Gebietes durchgeführt hatten. Ganz im Geiste Alexander von Humboldts. Ergebnis? Mit über 2000 Arten stellt der Park das Gebiet mit der größten Artenvielfalt der Antilleninseln dar. Der Nationalvogel Tokororo lässt seinen Ruf hier ebenso hören wie Turmfalken, Spottdrosseln und die kleinen giftgrünen Toadies, die Carta Cuba genannt werden. Einige Jahrzehnte hielt das in den 90er Jahren entdeckte Monte Iberia Fröschlein den Größenrekord unter seinen Artgenossen. Nicht der große Golia zu sein, sondern der kleine, aber intelligentere David, das gehört zur alltäglichen politischen Propaganda des Landes. Hier reiht sich das Fröschlein sinnfällig ein. In den benachbarten Staaten mag es größere Kröten geben, aber Größe ist eben nicht alles. Mit seinem Maximalmaß von unter einem Zentimeter galt der Monte Iberia Frosch bis vor kurzem, als kleinster Vertreter seiner Art. Sogar eine Schwulenbar in Havannas Vedado, das bekannte Humboldt in der Calle Humboldt, erinnerte einige Jahre an den Mann, der dem anderen Geschlechte wenig zugeneigt war und sich im Privatleben lieber mit Männern umgab, die ihn heftig um und anschwärmten. Wie der Theologiestudent Wilhelm Gabriel Wegener während seines Studiums in Freiberg, wie die Reisegefährten Aimé Bonpland und der aus Quito stammende Carlos Montufar, als auch der berühmte Chemiker Joseph Louis Gay-Lussac, sein Name ist noch heute auf dem Eiffelturm zu lesen, mit dem Humboldt vier Jahre in Paris zusammenleben sollte. Ob es sich bei diesen mann-männlichen Schwärmereien, um den zu jener Zeit so heftig zelebrierten romantischen Freundschaftskult gehandelt hatte, oder ob die Kontakte zu seinen Artgenossen eher sexueller Art waren, kann heute nicht mehr stichhaltig geklärt werden. Die Bar im vornehmen Vedado ist jedoch als Biotop mit unerwünschter Artenvielfalt von der Regierung bald wieder geschlossen worden. Die Wurzeln Humboldts liegen nicht in der Karibik, sondern in der Mitte Berlins. Hier wurde er im Jahr 1769 als Sohn einer wohlhabenden und bei Hofe hoch angesehenen Familie geboren. Sein Vater Alexander Georg war Kammerherr am Hofe des Preußenkönigs Friedrich des Großen gewesen. Alexanders Taufpate war der spätere König Friedrich Wilhelm II. In Berlin ist er mit 89 Jahren auch gestorben und in einem Ehrengrab der Stadt auf dem Gut seiner Eltern auf Schloss Tegel beigesetzt worden. Doch ist das Leben Humboldts nur wenig von Berlin geprägt. Lange Jahre hat er in Paris gelebt und berühmt wurde er durch seine legendäre Amerikareise, die er im Alter von fast 30 Jahren gemeinsam mit dem französischen Botaniker Emmy Bonpland angetreten hatte. Die fünf Jahre dauern und deren Auswertung ihn zum populärsten Forscher seiner Zeit machen sollte. Die amerikanische Forschungsreise führt im Jahr 1799 von La Coruña in Galizien zunächst in das damals zu Spanien gehörende Vizekönigreich Neugranada. Etwa eineinhalb Jahre beobachtet er hier, im heutigen Venezuela, die Natur, kartografiert die Geografie, sammelt Gesteine und Pflanzen, macht astronomische Beobachtungen, studiert die Kultur der Völker. Kurz, er vermisst und kartografiert diesen meist unbekannten Teil der Welt. Berühmtheit erlangt Humboldt durch die 75-tägige Flussfahrt, die er mit Bonpland auf dem Rio Orinoco und dem Rio Negro unternimmt. Sein Hauptinteresse gilt dem Rio Casiquiare, einem Seitenarm des Rio Negro. Dieser verzweigt sich in etwa an der Grenze zu Brasilien. Der Hauptarm fließt im Süden hin dem Amazonas zu. Der kleinere Seitenarm aber, der Rio Cassiquiare, schwenkt nach Norden ab, um schließlich in den Orinoco zu münden. Damit stellt der Cassiquiare eine Verbindung zweier der größten Flusssysteme der Welt dar. Dass diese Systeme aber verbunden sein könnten, Galt im Jahre 1800 als unmöglich. Humboldt erbringt durch seine beschwerliche Reise den Beweis und wird mit einem Schlage berühmt. Gegen Ende des Jahres 1800 reist Humboldt von Cumaná an der Nordküste Venezuelas nach Havanna, das er am 19. Dezember des Jahres 1800 erreicht. Sein Aufenthalt auf der Insel Kuba ist mit etwa drei Monaten relativ kurz und gilt in erster Linie der Ordnung seiner in Venezuela gesammelten Objekte. Doch ist Humboldt so eingefleischter Wissenschaftler, dass er sich auch auf Kuba keine Gelegenheit entgehen lässt, seine Kenntnis der Welt zu intensivieren. Erst 26 Jahre später. Wird Humboldt die Reise nach Kuba in einem zweibändigen Werk thematisieren, dem in Paris auf Französisch herausgegebenen Essai politique sur l'île de Cuba? Dieser politische Essai ist nicht nur reich an Landschaftsschilderungen der von ihm besuchten Orte, der Beschreibung ihrer Flora wie die der vielfältigen Palmen und der Fauna wie den Krokodilen der Sumpfgebiete Kubas, sondern auch an Handels- und Bevölkerungsstatistiken, der Analyse sozialer Verhältnisse und der Kultur des Landes. Der Essay Politik, der politische Essay über die Insel Kuba, ist der schönste Beweis für Humboldts Vorgehensweise, in seinen Reisebeschreibungen Daten empirischer Wissenschaft mit Schilderungen sozialer und ökonomischer Verhältnisse zu einer umfassenden Wissenschaft der Welt zu verknüpfen. So erfindet er nebenbei die Gattung der für ihn so typischen Sozialgeographie. Hiermit erwirbt sich Humboldt den Ruf eines neuen Aristoteles und wird zum Vater der Geographie als exakter Wissenschaft. Das Hauptaugenmerk Humboldts liegt im Essay Politik weniger auf der Landschaftsschilderung und der Beschreibung und Analyse der Biologie. Als vielmehr auf der Analyse der mühsam zusammengetragenen Zahlen zur Bevölkerung unter der besonderen Berücksichtigung der Lage der schwarzen Sklaven auf der Insel Kuba, weshalb er es selber scherzhaft in einem Brief an Goethe mein schwarzes Negerbuch über Kuba nannte. Der Doppelband unter dem Titel Essai politique sur l'île de Cuba erscheint 1826 als eigenständiges. von seinen Reisebeschreibungen unabhängiges Werk 1831 erscheint der Essay erneut nun complété und corrigé in la relation historique du voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent fait en 1799 1800 1801 1802 1803 et 1804 par Alexandre du Humboldt et Aimé Bonpland Also als Teil des dritten Bandes seines vollständigen Reisewerks, das zwischen 1805 und 1830 in 30 Bänden in der Pariser Buchhandlung Gide Fisse erscheint. In der deutschen Übersetzung aus dem Französischen ist Humboldts Reisebeschreibung nach Kuba im dritten Band des bei Cotta in Stuttgart von 1815 bis 1832 aufgelegten Reisewerks erschienen. Unter dem Titel Reise in die Äquinoxialgegenden des neuen Kontinents in den Jahren 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 und 1804 verfasst von Alexander von Humboldt und Aimé Bonplan. Die französische Originalausgabe des separaten Doppelbandes sandte Humboldt nach Erscheinen seinem Freund Goethe zu. Goethe schrieb daraufhin an den Freund Sulpice Boissere, Alexander von Humboldts Kuba ist durch seine Freundlichkeit zu mir gekommen und versetzt mich am warmen Ofen in die tropischen Gegenden. Es ist ein treffliches Werk, lange vorbereitet und jetzt zu rechter Zeit hervortretend. Einen Auszug daraus werden wir anderen Laien mit Behaglichkeit lesen, da jetzt die vielen Zahlen, die wir überschlagen müssen, uns einigermaßen verwirren und im Wege sind. Bewundern muss man es auf alle Fälle, wie hier das Erfahrungswerte, Erfahrene, Wissenswerte, Gewusste zusammengestellt und eine Weltübersicht wie sie sich durch Zahl und Maß erreichen und überliefern lässt, so ganz vollkommen eröffnet ist. Wobei denn doch der Fingerzeig auf das Inkommensurable nicht abgeht. Ach, wie ist es doch so schön, sich einmal so recht mit Goethe gemein machen zu können. Auch dem Leser, der mit der Insel Kuba ihrer Geschichte, ihrer Natur und Bevölkerung vertraut ist, schwirrt der Kopf beim Lesen des Essay-Politik. Es muss einmal gesagt werden. Der Essai politik sur l'île de Cuba ist kein locker-flockiger Reisebericht. Er ist eine fundierte Landeskunde und damit für seine Zeit Zeichen einer Revolution in den Wissenschaften. Er ist im besten Sinne Weltkunde, gibt Kunde von der Welt. Humboldt beginnt seinen Essay Politik mit einer Schilderung der geografischen Situation der Insel Kuba im sogenannten amerikanischen Mittelmeer zwischen dem Karibischen Meer im Süden und dem Golf von Mexiko im Norden, wo Kuba den föderierten Staaten von Mexiko und der USA direkt benachbart ist. Die hieraus resultierenden militärischen Konflikte werden von Humboldt klar thematisiert. Nach Betrachtung der Geschichte der letzten 200 Jahre weiß man, dass ausgerechnet die USA zur größten Gefahr der kleinen Insel werden sollte. Man darf nicht vergessen, dass sich Kuba bei Veröffentlichung des Essays als einer der letzten Kolonialgebiete Spaniens behauptete, während seit 1820 die anderen Kolonien unter Simon Bolivar, dem Humboldt 1804 in Paris begegnet war, in blutigen Befreiungskriegen eine nach der anderen von Spanien abgefallen waren. Man wird sich auch an jene berühmte Rede des amerikanischen Präsidenten Monroe im Jahre 1823, also drei Jahre vor Erscheinen des Essay, erinnern, worin jener mit dem Slogan »Amerika den Amerikanern« die Nicht-Einmischung europäischer Mächte in die Geschicke des amerikanischen Doppelkontinentes fordert. Gerade die USA sollte diesen Slogan in praktische Politik umsetzen, als sie 1898 Spanien aus seinen letzten Kolonien Puerto Rico, den Philippinen und aus Kuba vertrieb und dessen Erbe, diesmal als inneramerikanische Kolonialmacht, antrat. Big Stick Policy und Gunboat Diplomacy sollten die inneramerikanische Politik der USA im gesamten 20. Jahrhundert überschatten. Die Voraussetzungen für die Hegemonialstellung der USA in Mittelamerika im 20. Jahrhundert treten dem Leser deutlich vor Augen, wenn er die minutiös recherchierten und detailreichen Handelsstatistiken der Insel Kuba in Humboldts Essay studiert. Nach Schilderung der generellen Geografie betrachtet Humboldt die Stadt Havanna, deren geografische Lage am Ausgang des Golfes von Mexiko sie zur wichtigsten Stadt im Kolonialreich Spaniens gemacht hatte. Havanna war im Jahr 1514 auf der Südseite der Insel bei Batabano durch den Konquistadoren Diego de Velazquez gegründet, kurz darauf an die Nordküste und dann zum dritten und letzten Male im Jahre 1519 an die heutige Stelle verlegt worden. Die geografische Lage hat vielfältige Vorteile. Havanna liegt an einer großen Bucht, die nur über einen schmalen Hafenkanal zu erreichen und somit hervorragend zu verteidigen ist. Nach den berüchtigten Überfällen auf Havanna im Jahre 1555 durch François Leclerc, 1586 durch Sir Francis Drake und 1764 noch einmal durch englische Korsaren hatte man ein dichtes Netz von Befestigungsanlagen errichtet, um den Hafenkanal sicher abzuschließen. Noch heute trägt Havanna den Schlüssel im Wappen. Die Stadt war nicht das Tor zur Welt. Havanna war bis 1776 Etwa 200 Jahre lang Spaniens Schlüssel zur neuen Welt gewesen, denn in diesem Hafen ankerte seine karibische Schutzflotte. Seit dem 16. Jahrhundert brachten die Schiffe der Flotta de Nueva España einmal im Jahr Manufakturwaren von Europa nach Veracruz in Mexiko, um hier wiederum Gold und Silber sowie Gewürze und chinesisches Porzellan von den Philippinen aufzunehmen. Parallel zur Flotte de Nueva España brach jedes Jahr die Flotte de Tierra Firme von Andalusien auf, um Manufakturwaren, Wein und Weinbrand sowie Quecksilber nach Südamerika zu bringen und im Gegenzug Silber und Gold aus Bolivien und Peru in Panama zu laden. Beide Flotten segelten dann mit Reichtümern beladen nach Havanna, um sich zu vereinen und von einer Schutzflotte begleitet nach Spanien zurückzusegeln jahr für jahr 200 Jahre lang der Golfstrom der an den gestaden Havanna so überaus günstig vorbeidrängt führte sie fast zwangsläufig nach Europa zurück Robert Francis Jameson auf dessen Werk Briefe aus Havanna im Jahre 1820 Humboldt sich in seinem Essay bezieht, hatte in seinem Vorwort geschrieben: Erst 1878 beginnt die Geschichte Kubas wirklich. Die Erzählung der Geschichte ihrer Kindheit kann nur seine natürlichen Verwandten interessieren. Aber seit jenem Jahr haben die überschießenden Keime des Wachstums begonnen zu sprießen und in den vergangenen elf Jahren ist die Ernte gereift. Die Kolonie Kuba hatte bis ins Jahr 1778 unter den Handelsbeschränkungen der üblichen spanischen Kolonialgesetzgebung gelitten. Jeglicher Handel konnte nur mit dem Mutterland und somit der Kolonialbehörde des Königreichs in Sevilla und Cadiz direkt abgewickelt werden. Handelskontakte zum Beispiel zu den nördlich gelegenen englischen Kolonien auf dem amerikanischen Festland waren streng untersagt gewesen. Erst durch eine Öffnung dieses Systems und der Installierung liberaler Gesetze, die den kubanischen Händlern die Märkte der entstehenden USA erschlossen, beginnt in Havanna ein signifikanter Wirtschaftsboom, der schließlich dafür sorgt, dass Kuba im 20. Jahrhundert zum größten Zuckerlieferanten der USA werden sollte. So hatte sich Havanna um 1810 mit 65.000 Einwohnern zu einer der bedeutendsten und bevölkerungsreichsten Städte Amerikas entwickelt. Als Humboldt Havanna besucht, ist nur Mexiko Stadt mit 140.000 Einwohnern deutlich größer, und New York etwa gleich groß. Von 1791 bis 1810 hatte sich die Einwohnerschaft Havannas verdoppelt, was sowohl soziale als auch hygienische Probleme mit sich brachte. Social Distancing war damals noch ein Fremdwort. Nach den Schilderungen der Stadt und der minutiösen Auflistung ihrer Bevölkerung nach Stadtvierteln und Hautfarben getrennt, sowie der Schilderung des Umlands, folgen Erläuterungen geografischer Natur, die Ausdehnung der Insel, ihre geologische Konstitution, das Klima betreffend. Mineralogische und geologische Auskünfte versuchte bereits Kolumbus von den Ureinwohnern zu erhalten nämlich da, wo es um die Ressourcen von Edelmetallen ging. Es liegt nahe zu fragen, ob nicht auch Humboldt ein ähnlich ausbeuterisches Motiv zu unterstellen sei. Humboldt bleibt jedoch frei von jeglichem Verdacht. Dem einstigen Bergassessor geht es lediglich um geognostische Erkenntnis, über die Beschaffenheit der Gesteine und Minerale, um neues Wissen über ihre Entstehung zu gewinnen, wobei er feststellt, dass die Geologie Amerikas sich keinesfalls von der Europas unterschied. Die Zeitgenossen Humboldts hegten den Glauben, dass die neue auch eine vollständig andere Welt sein müsse. Gerade aber durch sein penibles Sammeln und Notieren wird klar, dass auf der gesamten Welt gleiche Phänomene zu finden sind, nicht nur in der Geologie. Nun folgt eines der umfangreichsten Kapitel die Bevölkerung betreffend. Besonders hier fällt auf, dass Humboldt keinesfalls nur die Notizen seiner Reise auswertet, sondern über Jahrzehnte mit kubanischen Freunden in Kontakt geblieben war und alle verfügbaren Daten und Statistiken akkumuliert und ausgewertet hat. Dabei interessiert ihn vor allem die Verteilung der Bevölkerung auf weiße, Freie farbige und farbige Sklaven. Die Gesamtbevölkerung Kubas beläuft sich nach Angaben der letzten Zählung annähernd auf 600.000 Einwohner mit etwa 300.000 weißen und 100.000 freien farbigen sowie 200.000 Sklaven. Besonders erhellend wirken hier die Vergleiche mit anderen Sklavenhaltergesellschaften der britischen Kolonie Jamaika. Während in Kuba etwa die Hälfte der Bevölkerung weiß ist, sind dies in Jamaika nur 6%. 30% der Bevölkerung Kubas gehört zu Beginn des 19. Jahrhunderts dem Sklavenstand an. In Jamaika hingegen 85% der Bevölkerung, also fast dreimal so viel brasilien sticht mit einer zahl freier farbiger menschen mit 26 prozent besonders positiv hervor, während in den usa, dem großen land der großen freiheit, nur 3 prozent der farbigen frei sind. das kapitel über die bevölkerung legt mit einer unmenge an zahlen und statistiken Sämtliche Grundlagen zum Herzstück des Essay, dem darauf folgenden Kapitel über das Sklavenwesen. Das im Wesentlichen Humboldts Plädoyer zum Verbot der Sklaverei darstellt. Dabei sollte man sich vor Augen führen, dass Humboldts Interesse an Kuba und seiner Bevölkerung auch den Verhältnissen der benachbarten Insel Hispaniola gilt. Denn hier hatten zur Zeit von Humboldts Amerika-Reise die folgenschwersten gesellschaftlichen Umbrüche des karibischen Raumes stattgefunden. Hispaniola war nach der Entdeckung des Kolumbus zur Ausgangsbasis der weiteren Landnahme in der neuen Welt geworden. Von hier aus war auch das erste Eroberungsheer der Insel Kuba im Jahre 1511 aufgebrochen. Im Westfälischen Frieden wird die Insel Hispaniola in zwei Teile geteilt: eine spanische Kolonie, aus der die Dominikanische Republik und eine französische, aus der das heutige Haiti hervorgegangen sind. Nach der französischen Revolution hatten auch die Sklaven Haitis Egalité und Liberté für sich eingefordert. Es kam zu ersten Sklavenaufständen unter Toussaint Louverture. Und die Sklaven wurden per Dekret der Nationalversammlung befreit. 1804, Frankreich war von einer Republik zum Kaiserreich und die Sklaverei wieder eingeführt worden, kam es zur entscheidenden Revolte in Haiti unter Jean-Jacques Dessalines. Die französischen Kaffee- und Zuckerbarone wurden gelüncht oder entflohen in die umliegenden Kolonien, unter anderem nach Kuba. Hier vor allem in die Städte Santiago und Trinidad, wo sie besonders den Kaffeeanbau befördern sollten. 1804 wird Haiti zum ersten von kolonialer Bevormundung unabhängigen Staat in der Karibik. Die benachbarten spanischen Kolonien Kuba und Puerto Rico sollten erst etwa 90 Jahre später aus dem spanischen Kolonialreich ausscheiden. Die englischen Kolonien Jamaica, Barbados, Trinidad und Tobago oder Grenada mussten sogar bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts darauf warten. Die französische Kolonie Haiti unterschied sich grundlegend von der spanischen Kolonie Kuba. Dies wird zu einem der Hauptthemen des Kapitels über die Bevölkerung. Während in Kuba zu Beginn des 19. Jahrhunderts etwa die Hälfte der Bevölkerung weiß und die andere Hälfte farbig ist, so sieht dies in Frankreichs wichtigster Kolonie ganz anders aus. Es existiert hier nur eine kleine weiße Elite der grundbesitzenden Bevölkerung. Humboldt rechnet vor, dass im ganzen Archipel der Antillen ein Verhältnis von etwa 80% schwarzer und farbiger und 20% weißer Bevölkerung vorliegt. Die Insel Kuba hingegen weist hier ein ganz anderes und besonderes Bild auf. Eine weiße Bevölkerung von annähernd 50%. Die Situation stellt sich noch einmal drastischer dar, betrachtet man die Verteilung auf freie und versklavte Menschen. In Kuba sind 64 Prozent der Bevölkerung frei. Nur 36 Prozent gehören dem Sklavenstande an. In Haiti hingegen sind vor der Revolution lediglich 13 Prozent der Menschen frei. Nach der umfangreichen Analyse der Bevölkerung folgt eine Darstellung der Landwirtschaft, in der die jeweiligen Haupthandelsgüter getrennt dargestellt werden Zucker, Kaffee, Tabak und Wachs. Die Darstellung der Zuckerproduktion knüpft dann sofort an die Analyse des vorhergehenden Kapitels an. Humboldt beschreibt die schädliche Monokultur des Zuckerrohres in Abhängigkeit von der Bereitstellung billiger Arbeitskraft durch Sklaverei. Jedoch erwähnt Humboldt neben der reinen Auflistung des Anstiegs der Zuckerproduktion von 13.000 Kisten im Jahr 1760 auf 300.000 Kisten im Jahre 1823 auch die geologischen und klimatischen Bedingungen, die ein gutes Wachstum befördern, sowie die Anbau- und Verarbeitungsmethoden. Nach dem Kapitel über den Handelsverkehr, worin sich Humboldt besonders in Analyse der Statistiken über die Im- und Exporte der kubanischen Häfen ergeht, folgt abschließend das vielleicht wichtigste Kapitel des Buches über das Sklavenwesen. Es stellt Humboldts vehementes Plädoyer zum Verbot der Sklaverei dar. Man kann sich beim Lesen des Gefühls kaum erwehren, dass die roten Fäden aller vorangegangenen Kapitel diesem, dem siebten, entgegenstreben und sich hier zum Hauptstrang des Buches verknüpfen. Der Essay Politik erscheint vor dem Hintergrund einer wichtigen Entwicklung, die die Lage der Sklaven in den europäischen Kolonien maßgeblich beeinflussen sollte, wenn auch nicht vor dem des Verbots der Sklaverei. So aber immerhin dem der allgemeinen Ächtung des Handels. Die auf dem Wiener Kongress von den Staaten Europas unterzeichnete Schlussakte sieht eine allgemeine Abschaffung des Sklavenhandels vor. Ausgerechnet Großbritannien die Nation, die am Handel mit Sklaven am meisten Geld verdient hatte. Liverpool war der größte Hafen des europäischen Dreieckshandels gewesen macht sich in der Folge zum Vorkämpfer der Abschaffung des Handels mit dem menschlichen Gut. England, das im 18. Jahrhundert das Privileg besessen hatte, alleiniger Beschaffer der für die spanischen Kolonien bestimmten Sklaven zu sein, schließt zur Verfolgung der Ziele der Wiener Kongressakte Verträge mit den Kolonialmächten Spanien, Portugal und den Niederlanden ab. Für die spanischen Kolonien und damit auch für Kuba gilt, dass im Jahr 1820 der Handel mit Sklaven zu einem Ende kommen müsse. Um dem Interesse des spanischen Königs daran ein wenig nachzuhelfen, zahlt England 400.000 von Sterling an die spanische Krone. Um diese Verträge umzusetzen, Sendet England Kommissäre in die Kolonien der vertragsschließenden Mächte. So gelangt im Jahre 1820 auch Robert Francis Jameson nach Havanna, wo diesem die Aufgabe zukommt, über die Beendigung des Sklavenhandels auf der Insel Kuba zu wachen. Jameson veröffentlicht im Folgejahr in London seine in Briefform gefassten persönlichen Beobachtungen auf der Insel Kuba und unterrichtet uns darüber, dass das Ende des offiziellen Handels einem nur noch viel schlimmeren Zustande Tür und Tor öffnet, dem im Verborgenen stattfindenden Schleichhandel mit Menschen, dem Schmuggel von Sklaven. Humboldts politischer Essay erscheint fünf Jahre nach Jamesons Letters, auch vor dem Hintergrund des von diesem ausführlich behandelten offiziellen Endes, des Sklavenhandels. Der Essay Politik ist im Jahre 1826 zum ersten Male in Paris erschienen. Es sollte noch genau 60 Jahre dauern, bis in Kuba die Sklaverei faktisch abgeschafft wurde. Humboldt hat dieses Ereignis nicht mehr erlebt. Im Jahr 1856 hat er sich in einem Brief an die Bevölkerung der USA zur Bedeutung dieses Kapitels über das Sklavenwesen unmissverständlich geäußert? Auf diesen Teil meiner Schrift lege ich eine weit größere Wichtigkeit als auf die mühevollen Arbeiten astronomischer Ortsbestimmungen, magnetischer Intensitätsversuche oder statistische Angaben. Ich habe mit Freimut geprüft, was die Gestaltung der menschlichen Gesellschaft in den Kolonien betrifft, die ungleiche Verteilung der Rechte und Lebensgenüsse, die drohenden Gefahren, welche die Weisheit der Gesetzgeber und die Mäßigung der freien Menschen beseitigen können, gleich viel wie die Regierungsform beschaffen sein mag. Sache des Reisenden, welcher in der Nähe gesehen hat, was die menschliche Natur quält und herabsetzt, ist es, die Klagen des Unglücks zur Kenntnis jener zu bringen, welche zu helfen vermögen. Wie ein Höhepunkt beschließt das siebte Kapitel über das Sklavenwesen, den ersten Band der zweibändigen französischen Separatausgabe. Alle folgenden Kapitel im zweiten Band lesen sich wie ein Appendix. Gegen Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Bandes werden die Reiseschilderungen wieder aufgenommen. Humboldt beschreibt die Vorbereitungen zur Abreise aus Kuba im März 1801, seine Erforschung des kubanischen Rautenkrokodils und die Einschiffung auf dem Schoner Praktika in Batabano. Es folgt eine Schifffahrt durch den Archipel der Jardines und Jardinillos an der Südküste Kubas entlang, vorbei an der Isla de Pinos, der Zapata-Halbinsel und der Schweinebucht, vorbei an der Bucht der Stadt Tienfuegos, die zu Humboldts Zeiten noch gar nicht existierte, hin zum bedeutenden Zuckerhafen von Trinidad. Dieser Abschnitt des Berichtes, der gespickt ist mit Beobachtungen über die Geologie und Angaben zur Wassertemperatur und Wassertiefe, zeigt ein deutliches Charakteristikum aller amerikanischer Reiseschilderungen Humboldts. Hier kalkuliert nicht ein eiskalt Vermessender, analysiert nicht allein der klare Verstand, der die Natur zum schier nicht auszuschöpfenden Quell des Wissens degradiert. Hier betrachtet auch ein empfindsames Auge, das geschult ist an der zeitgenössischen Malerei und der Naturromantik seiner Zeit. Hier schreibt ein Mann, der in Weimar und Jena eng mit Schiller und Goethe in Kontakt stand, der den größten deutschen Dichter und Denker zu wissenschaftlichen Experimenten anstachelte, aber sicher auch von diesem für die der Natur innewohnten Poesie, sensibilisiert worden war. Humboldt ist empfänglich für die Schönheit der Natur, und in der Beschreibung der Caius genannten Inseln an der Südküste Kubas kommt dies am schönsten zu tragen, wenn im klaren Licht der Jardinius, das gleiche Licht erblickt, von dem sich die romantischen Maler in Italien zur selben Tageszeit so entzückt zeigten. Oder wenn er bei der Beschreibung der Lichtspiegelungen auf dem heißen Sand Landschaften evoziert, die ihn an die Verse der Dichter Persiens erinnern, den heute lebenden Menschen vielleicht die Bilder der surrealistischen Maler Yves Tanguy und Salvador Dali vor Augen ruft. An diesen verlassenen Orten wird die Landschaft vom Tagesgestirn beherrscht, das die Objekte, die sie mit ihren Strahlen berührt, in Bewegung versetzt? Die staubige Ebene wie den Baumstamm und den Felsen, der als Kapp ins Meer hinausragt. Von dem Moment an, an dem sich die Sonne zeigt, scheinen diese unbewegten Massen wie in der Luft aufgehängt und auf dem benachbarten Strand, bietet der Sand das trügerische Schauspiel einer von den Winden zart gekräuselten Wasseroberfläche. Eine Wolkenbank genügt, um hängende Baumstämme und Felsen wieder auf den Boden zu stellen, die wogende Oberfläche der Ebenen in Erstarrung zu versetzen und jenen Eindruck verfliegen zu lassen, den die arabischen, persischen und indischen Dichter als süße Täuschung in ferner Wüsteneinsamkeit besungen haben. Ein weiteres Mal stellt Humboldt seine Sensibilität unter Beweis, wenn ihm im Trinidad die Leuchtkäfer in den Gräsern wie ein Teil des auf die Erde herabgestürzten, bestirnten Himmel erscheint. Nirgendwo sonst hatte ich bisher eine solch immense Zahl phosphoreszierender Insekten, Kukuyo, Elata noctilucus gesehen. Die Halme, die die Erde bedeckten, die Zweige und Blätter der Bäume, alles leuchtete dank dieser rötlichen und beweglichen Lichter, deren Intensität entsprechend dem Willen der jeweiligen Tiere, die sie produzieren, variiert. Man meinte, ein Teil der bestirnten Himmelskuppel sei auf die Savanne hinabgestürzt. Wie so oft wird auch im essay politik das empirische Datenmaterial in Beziehung zur Empfindung des Menschen in Anbetracht der Natur gesetzt. Immer wieder verbindet Humboldt, der schrieb, es ginge ihm um den Eindruck, den das Ganze macht alles mit allem. Humboldts Denken ist ein vernetztes Denken. In Trinidad, nach der fünftägigen Fahrt durch die Jardines und Jardinillos, hofft Humboldt ein Segelschiff zur Überfahrt nach Kolumbien zu finden und gerät mitten in eine Tertulia, eine Abendgesellschaft weißer Sklavenhalter und Zuckerbarone. Hier empfängt man ihn euphorisch und ein Ortsgeistlicher verfasst zum Abschied sogar ein Sonett auf die Orinoco-Reise Humboldts. Auf diese Passage, die wieder eher einem Reisebericht gleicht, folgt eine aufregend modern wirkende Kritik am Zuckerkonsum in Europa. Die zunehmende Sucht nach dem süßen Gift auf dem alten Kontinent bedinge die monotone Kulturform des Zuckerrohranbaus auf den Plantagen der Antilleninseln. Hierauf schließt sich ein ausgedehnter Anhang an und damit endet der Essay-Politik sur l'île de Cuba. Das gesamte Reisewerk allerdings nicht. Lassen Sie mich kurz die folgenden Etappen von Humboldts amerikanischer Reise in einigen Absätzen zusammenfassen. Am 30. März langen Humboldt und Bonpland in Cartagena de Indias, im heutigen Kolumbien, an. Von hier aus begeben sie sich auf eine Flussfahrt den Rio Magdalena hinauf. Sie reisen in die Hochebene von Bogotá, wo sie auf den Botaniker José Mutis treffen. Mit dem sie regen Austausch pflegen. Der ehemalige preußische Bergassessor Humboldt interessiert sich hier besonders für die Silber- und Goldbergwerke und zeigt sich abgestoßen von den schwierigen Arbeitsbedingungen der hauptsächlich indigenen Bergwerksarbeiter. Von Bogotá reist er nach Quito weiter, der heutigen Hauptstadt Ecuadors, wo er den zehn Jahre jüngeren Carlos Montufar kennenlernt. Der ihn von nun an als treuer Sekretär begleiten wird. Mit seinem ihn seit Venezuela folgenden Diener José, Bonpland und Montufar nimmt Humboldt nun den sprichwörtlichen Höhepunkt seiner Reise in Angriff. Gleich zweimal besteigt er den etwa 5000 Meter hohen Hausberg Quitos, den Pichincha. Dann am 23. Juni 1802. Den 6300 Meter hohen erloschenen Vulkan Chimborazo, der damals als höchster Berg der Welt gilt. Seine Spitze erreichen sie jedoch nicht ganz, da eine Felsspalte einen weiteren Aufstieg über die letzten 300 Meter verhindert. Dennoch hat Humboldt damit für Jahrzehnte den Höhenweltrekord für Bergsteiger aufgestellt. Humboldt ist also nicht nur der Albert Einstein oder Stephen Hawking seiner Epoche, er ist auch ihr Reinhold Messner. Während der Bergsteiger vielleicht noch seinen Wanderstab oder die Steigeisen umfasst hält, befragt Humboldt mit seinen Instrumenten bereits den Berg, um akribisch, in kurzen Abständen, mit künstlichem Horizont und Sextanten, die geografische Lage zu ermitteln, mit seinem Barometer den Druck, dem Zyanometer die Bläue des Himmels und dem Thermometer die Temperatur zu bestimmen. Jedes Pflänzlein wird begutachtet und jede Beobachtung in das Notizbuch eingetragen. Das, was man heute Equipment nennt, mussten Humboldt und seine drei Begleiter selber tragen, da die gestalten indigenen Träger aus Furcht schon an der Schneegrenze Davongelaufen waren. Viel bedeutender als die erbrachte körperliche Leistung ist jedoch die Erkenntnis, dass das hier vorgefundene Gestein, das man bis dahin für ein Ergebnis von Unterwasserablagerungen gehalten hatte, vulkanischen Ursprungs war. Am Chimborazo wird Humboldt endgültig zum Vulkanisten. Von Ecuador begeben sich die vier Männer, Humboldt, Bonpland, José und der neu dazugekommene Montufar in den Süden, in das Vizekönigreich Peru. Wie Humboldts Messungen ergaben, entdecken und überqueren sie dabei den magnetischen Äquator. Am 23. Oktober 1802 kommen sie nach einer etwa neunmonatigen Wanderung in Lima an. Auf dieser Wanderung zwischen 10 Grad nördlicher und 10 Grad südlicher Breite hatte Humboldt alle Klima- und Vegetationsstufen des tropischen Amerika durchmessen. Dabei müssen ihn seine Beobachtungen der Botanik auf eine Idee gebracht haben, dass die Ansiedlung von Pflanzen von klimatischen, geografischen und geologischen Bedingungen abhängt. In kurzen Worten, dass es eine klar zu fassende Pflanzengeographie gäbe. Diese Erkenntnis wird die erste sein, die er im Jahre 1805 nach Rückkunft in Paris auswerten wird. In seinem Buch Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer wird Humboldt zum ersten Male seine Idee der Ökosysteme entwerfen und damit zum Vater der Ökologie. In Peru soll der Wissenschaftler unter anderem den nach ihm benannten Humboldt-Pinguin beobachtet haben, der heute in vielen deutschen Tierparks zu den Besucherattraktionen gehört. Und bei seiner Weiterreise nach Mexiko per Schiff vermisst er im Pazifik einen kalten und besonders nährstoffreichen Meeresstrom, der heute seinen Namen trägt. Als folgenreiches Nebenprodukt darf auch die Entdeckung der Düngereigenschaften des Guanos, eines Gemischs von Seevogelexkrementen, nicht vergessen werden, was Staaten wie Peru im 19. Jahrhundert geradezu einen Wirtschaftsboom bescheren sollte. Über Mexiko Stadt, wo er in der Bergakademie mit ehemaligen Kommilitonen aus Freiberg zusammentrifft, und dass er später ernsthaft als zukünftigen Wohnsitz erwägen sollte, reist Humboldt nun noch einmal nach Havanna, wo er im März 1804 ankommt. Seit seinem ersten Aufenthalt sind nun genau drei Jahre vergangen. Und diesmal währt sein Aufenthalt nur kurz. Es gilt, die 1801 hier zurückgelassenen Sammlungen aus Venezuela abzuholen, um sich dann nach Europa zurückzubegeben. Bereits im Mai nehmen Bonpland und Humboldt Kurs auf die Heimat, jedoch nicht auf direktem Wege. Ende Mai 1804 landet er in Philadelphia, von wo er nach Washington weiterreist. Er will einen seiner ganz großen Zeitgenossen treffen, den amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson der ihn auch prompt im Weißen Haus empfängt. Eine Freundschaft wird angeknüpft, Jefferson und Humboldt diskutieren als Freunde im Geiste die Vorteile eines Kanaldurchstichs auf dem mittelamerikanischen Isthmus. Später wird Jefferson Humboldt eine der schönsten Zierden unseres Zeitalters nennen. Im August des Jahres 1804 kommt Alexander von Humboldt wieder in Europa an. Er reist nach Paris, wo er nun fast 23 Jahre bis zu seiner Rückübersiedlung nach Berlin leben und wo auch das Ergebnis seiner fünfjährigen Forschungsreise durch Amerika wie der essai Politik veröffentlicht werden sollte. Es ist eine jener wunderlichen Fügungen der Weltgeschichte, dass er hier kurz nach seiner Rückkunft mit dem gerade einmal 21-jährigen Simon Bolivar, der aus dem Generalkapitanat Venezuela stammt, zusammentrifft. Bei Gesprächen über die politische Situation Südamerikas vertraut er diesem an: Ich glaube, dass ihr Land schon reif ist für die Unabhängigkeit, aber ich sehe den Mann nicht, der es vollbringen wird. Hier irrt der große deutsche Naturforscher. Dieser Mann steht bereits vor ihm. Simon Bolivar, den Humboldt zunächst als Träumer abtut, wird von 1820 bis 1830 über große Teile des von Spanien befreiten Südamerika und somit über mehr als zweieinhalb Millionen Quadratkilometer Landes herrschen. 1805, als Bolivar und Humboldt in Rom einander wieder begegnen, beschließt Bolivar seine Heimat von der Vorherrschaft Spaniens zu befreien. Der große Befreiungsheld, der mit Humboldt in einen langjährigen Briefwechsel eintritt, feiert diesen Hymnisch in seinen Schriften. Mit seiner Feder hat Humboldt Südamerika erweckt und dadurch gezeigt, wie viele Gründe die Südamerikaner hatten, auf ihren Kontinent stolz zu sein. 1821 schreibt Bolivar an Humboldt: Ihre inspirierenden Schriften haben uns aus unserer Ungewissheit gerissen. Sie haben uns den Stolz auf unseren Kontinent gegeben. Sie sind der Entdecker der neuen Welt. Während Bolivar in Südamerika den Kontinent befreite, den zuvor Humboldt bereist hatte, konnten sich auf den Inseln der Antillen keine effektiven Unabhängigkeitsbestrebungen herausbilden. Kuba blieb Semper Fidelis, treue Tochter des spanischen Königreichs, bis es im Jahr 1898 als reifer Apfel vom spanischen Ast in den gierigen Schoß der USA fiel die bis in die 50er Jahre hinein ihre Interessen auf der kleinen Insel durchzusetzen wusste. Wir spulen hier nun einmal das Magnetband der historischen Ereignisse ein paar Jahre nach vorn. Alexander von Humboldt stirbt im Jahr 1859, 89-jährig, in seinem Geburtsort Berlin. Zehn Jahre später sollte die ganze Welt seinen hundertsten Geburtstag wie ein Großereignis feiern. In Australien, in Argentinien und Brasilien, in Mexiko und Ägypten finden Feiern ihm zu Ehren statt. In den USA scheint geradezu eine Humboldt Mania ausgebrochen zu sein, wo man die größten Festlichkeiten im Andenken an den großen Deutschen veranstaltet. Selbst Präsident Ulysses Grant besucht die Humboldt-Feier in Pittsburgh und in Moskau bezeichnete man ihn gar als den Shakespeare der Wissenschaften. Aber auf dieser selben ganzen Welt war der Essay-Politik mittlerweile in Vergessenheit geraten. In Deutschland hatte es überhaupt nur zwei Editionen dieses Essay gegeben, davon auch nur eine einzige vollständige, Nämlich die im Rahmen der Gesamtausgabe der Reise in die Äquinoxialgegenden des neuen Kontinents zwischen 1829 bis 1832 im Cotta Verlag erschienene. Die Übersetzung dieses sperrigen Texts aus dem französischen Original war von der in Göttingen geborenen Professorentochter Therese Heine-Foster-Huber unternommen worden, die Witwe sowohl des berühmten Reisenden Georg Foster, der mit James Cook die Weltumsegelung unternommen hatte, als auch des Schriftstellers Ludwig Ferdinand Huber war. Die französische Originalfassung war in Paris in drei verschiedenen Editionen erschienen, als Teil der Relation Historique, der Gesamtausgabe des Reisewerks in der teuren Großquart und in der billigeren Oktavausgabe, sowie als gesondertes Einzelwerk in zwei Bänden aus dem Jahr 1826. Diese letztgenannte zweibändige Separatausgabe, jene, die Humboldt auch an Goethe in Weimar gesandt hatte, habe ich genutzt, um die Übersetzung für die auf YouTube veröffentlichten Hörstücke über die Insel Kuba anzufertigen. Wissenschaftliche Editionen des Essay Politik sur l'île de Cuba liegen unter dem Titel Kubawerk seit 1987 in der Darmstädter Ausgabe von Hanno Beck und nun auch in einer neuen sämtliche Schriften genannten von Oliver Lubrich und Thomas Nährlich anlässlich des 250. Geburtstages von Alexander von Humboldt herausgegebenen Gesamtausgabe im DTV Verlag vor. Eine erste spanische Edition Wurde im Jahr 1827 unternommen und erschien sinnigerweise in Paris. Wenn der Essay schon in seiner deutschen Edition kaum ein breites Echo gefunden hatte, welches Echo konnte er in Kuba finden? Hatte man es dort denn überhaupt gelesen? Genau wie in Deutschland wird der Essay nur einem kleinen Kreis interessierter Leser zur Kenntnis gelangt sein. Einer zumindest hat ihn gelesen der amerikanische Konsul in Havanna, John Sidney Thrasher. Er hatte die zweimal fehlgeschlagene und von Cornelius Vanderbilt finanzierte Invasion und geplante Annexion Kubas durch die USA unter dem Söldnerführer Narciso Lopez in den Jahren 1849 und 1851 unterstützt. Thrasher war von der spanischen Regierung verurteilt, und in die USA zurückexpediert worden. Hier übersetzte er in aller Stille den Essayo Politico aus der spanischen Übersetzung für eine englischsprachige Edition. O oh Babylon, wie schön sind deine Türme! Der dreiste Übersetzungsübersetzer übersandte dann auch stolz ein Exemplar des in New York gedruckten Machwerks an Alexander von Humboldt. Dieser las es. Und erbleichte. Vielleicht errötete er auch wahlweise, vielleicht auch beides hintereinander. Thrasher, der der Partei der Befürworter der Sklaverei nahestand, hatte mir nichts, dir nichts, me nothing, you nothing, alle Paragraphen bezüglich der Sklavenhalterei gestrichen. Und das, wo das Kapitel über das Sklavenwesen das Herzstück des Essay bildet in dem Humboldts unmissverständliche Ablehnung einer jeden Form der Sklaverei zum Ausdruck kommt. Thresher hatte durch die Amputation des zentralen Kapitels die Absicht von Humboldts Essay bis zur Unkenntlichkeit verfälscht. Humboldts heftiger Protest, aus dem ich zuvor bereits einen Abschnitt zitiert habe, wurde in der abolitionistischen republikanischen Presse veröffentlicht und sorgte in den USA für hohe Wellen. Man befand sich mitten im Wahlkampf, und natürlich war die Frage der Sklaverei eine der beherrschenden Themen. Zehn Jahre später sollte sich der amerikanische Bürgerkrieg exakt an dieser, auch von Humboldt so feurig geführten Debatte, entzünden. Und noch einmal eilen wir, Fast forward 90 Jahre voran. Das Jahr 1959 wurde in aller Welt als Jubiläum des 100. Todestages von Alexander von Humboldt gefeiert. Doch genau in diesem Jahr betrat ein neuer Simon Bolivar in Lateinamerika die Bühne der Weltpolitik, die er 50 Jahre lang behaupten sollte. Das Jahr 1959 war das Jahr der siegreichen kubanischen Revolution von Fidel Castro Ruz. Fidels Revolution war von Anfang an eine Revolution der Intellektuellen und ging folgerichtig den revolutionären Umtrieben des Mai 68 in Europa voraus. Um das richtig einordnen zu können, muss man von marxistischer Philosophie rein gar nichts verstehen. Man muss sich nur die vermeintlich vergänglichste und belächelste Ausprägung des menschlichen Formwillens anschauen: die Mode. Weil Fidel guerilla im dichten Wald der Sierra Maestra nicht über Rasierklingen verfügte, ließ man den Bart kurzerhand wachsen und deklarierte ihn zum Symbol der revolutionären Gesinnung, und seine Helden nannten sich stolz Barbudos, die Bärtigen. Zehn Jahre später lief das politisch bewegte deutsche Salonrevoluzertum sämtlich mit wilden Bärten umher. Doch nicht nur die intellektuelle Elite Westdeutschlands entwickelte in den 60er Jahren einen besonderen Hang zur kommunistischen Insel der Seligen, auch der Maximo Lieder mit dem langen Bart. Fasste Zuneigung zu Deutschland, das er mehrfach besuchen sollte. Hier aber eher die sorgfältig kahlgeschorene Politprominenz des Ostens. Fidel entdeckt den kubanischen Volkshelden im deutschen Baron, der immer ebenso adrett rasiert war wie die Genossen Honecker und Stoff. Nun ja, so stellt man ihn sich immerhin vor, denn auf allen Gemälden, die den Deutschen im amerikanischen Dschungel zeigen, fernab jeglicher Zivilisation, ist er rasiert und gekleidet, als ob er gerade nach dem Verlassen eines Frisiersalons lediglich unter den Linden und nicht unter riesenhaften Kapokbäumen ein wenig verweile. Möglicherweise verfügte aber auch er während seiner 75-tägigen Flussfahrt auf dem Orinoko, über das edle und wilde Aussehen eines kubanischen Guerillero. Kaum ein Jahr nach dem Sieg der Revolution erscheint in Kuba die erste revolutionäre Ausgabe des Essay Politique als Ensayo Politico sobre la Isla de Cuba. Der Ethnologe Fernando Ortiz, den man auch den dritten Entdecker Kubas nennt, hatte in Leipzig das von Humboldt mit Kommentaren versehene Exemplar von Threshers schäbig verstümmelter englischer Übersetzung des Essay aus dem Spanischen erworben. Er schreibt die Einleitung und einen Aufsatz über den ehemaligen Konsul in Havanna und dessen verfälschtes Plagiat des Ensayo Politico. Die Ausgabe aus dem Jahr 1960 war jedoch nicht die erste des Ensayo, diese war bereits in Zeiten der Diktatur Gerardo Machados im Jahr 1930 in Havanna erschienen. Heute steht Humboldt in Kuba im Rang eines nationalen Symbols. Und man fragt sich, ob die Popularität des großen deutschen Naturforschers dort nicht größer ist als in dessen Geburtsland. Anlässlich seines 250-jährigen Geburtstages im Jahr 2019 versucht man hierzulande nun auch wieder mit Feierstunden, Editionen und Ausstellungen den Ruhm dieses großen Deutschen zu mehren, der wie kaum ein anderer im 19. Jahrhundert in aller Welt das Bild dieser Welt geprägt hat. Und in Bälde wird in seiner Geburtsstadt Berlin ein ganzes Forum seinen Namen tragen. Das wird dann ironischerweise genau an dem Platz stehen, wo man jahrzehntelang beste politische Kontakte zur Insel Kuba pflegte. Alexander von Humboldt, den man wie den großen Kolumbus Entdecker und nicht Eroberer nennt, hat sich, nachdem er im 20. Jahrhundert allmählich in Vergessenheit geraten war, obwohl 300 Pflanzen, 100 Tiere und weltweit unzählige Orte, Berge, Flüsse, Seen, Verwaltungsbezirke, Städte und Straßen nach ihm benannt sind, nun wieder einen Platz im allgemeinen Gedächtnis, auch in seinem Heimatland, zurückerobert. Es wird berichtet: Der preußische König Friedrich der Große habe seinerzeit den kleinen Alexander von Humboldt gefragt, ob er denn, wie sein Namensvetter, der große Alexander, einmal die Welt erobern wolle. Darauf soll Humboldt geantwortet haben: Ja, Sir, aber mit meinem Kopf. Alexander von Humboldt in Kuba Sie hörten eine Einführung zu Alexander von Humboldts Essay Politique sur l'île de Cuba, Politischer Essay über die Insel Kuba aus dem Jahre 1826. Konzeption und Produktion Mark Pusch 2020. 250 Jahre Alexander von Humboldt.